hier im Dorf Eggiwil beginnt jetzt unsere Wanderung. Das heißt, ich bin heute mit meiner Schwester unterwegs. Sie wird jetzt dann da vorne zu mir stoßen. Vorne ist auch wieder ein schönes Haus mit vielen Blumen. Da vorne kommt jetzt die erste Holzbrücke, aber die führt noch nicht über die Emme. Da hier überqueren wir jetzt dann den Rötenbach. Wenn man dem überhaupt momentan Bach sagen kann. Er hat gar kein Wasser, nichts, immer noch ausgetrocknet. Und normalerweise kommt da die ganze Breite. Schöne alte Brücke. Wir sind auf einem schönen Single Trail angelangt. Schöner Weg. Hier in der Nähe von der Emme, die ist nämlich hier drüben. Wir sind heute übrigens unterwegs von Eggiwil nach Sittnau, der Emme entlang. Und zum Teil führt halt unser Wanderweg aus, auch ein bisschen entfernt von der Emme durch. Ja. Auch die Umgebung wird dann jetzt langsam flacher. Da drüben hat es viele abgestorbene Bäume. Ja, ich glaube, es wird heute ein schöner Tag. Jetzt geht es zum ersten Mal über die Emme. Das schwankt schön. Da einen Blick aufwärts. Man sieht da noch Holz vom Unwetter her. Und wie weit oder wie hoch, dass das Wasser auch gekommen ist. Und da Emme abwärts. Oh, das wäre ganz toll gewesen bei diesem Unwetter hier auf dieser Brücke. Meine Schwester muss lachen. Doch, doch. So, jetzt geht es da wieder weiter. Von da hinten sind wir jetzt hergekommen. Schöne Bergwelt da hinten. Und da vorne typische Emmentaler Bauernhäuser. Und wieder so ein Graben. Ja, und wir haben heute fast alles flach.
ein bisschen Wanderautobahnen. Aber das macht ja nichts für einmal. Ich hatte ja vor kurzem einen ganz schlechten Weg und da war ich auch nicht zufrieden. Aber ja, es ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Da sind wir am Ende vom Blattbach. Da geht's wieder über eine restaurierte Holzbrücke. Da unten noch die Jahrzahl 1979. Damals wurde die saniert. Für den Autoverkehr wird die nicht mehr gebraucht. Da drüben ist die ganz neue Brücke da. 2010 wurde die gebaut. Und da hier sieht man schön auf die Emmer runter. Da auf der rechten Seite wurde eine Mauer hingebaut. Und auch da der Seitenbach hat kein Wasser. Es ist einfach alles noch sehr, sehr trocken. Trotz dem Regen, den wir in letzter Zeit hatten. So, jetzt geht's da hier wieder weiter. Schön, wie hier die Kühe am Weiden sind. So schön friedlich. Oh, und da vorne auch dieses Bauernhaus. Voll mit Blumen. Und da einen Blick durch das Emmental runter. Dort oben ist die Mosek, ungefähr hier, in dieser Gegend. Und da deine Kuh schon Siesta. Das sind zwei ganz, ganz schöne Häuser. Oben noch die riesigen Glocken und die Blumen. Das ist einfach eine Pracht. So, gehen wir da durch diesen Weg. Da geht schon wieder über eine alte Holzbrücke. Und ich schaue da noch schnell mal auf die Emmer runter. Da ist noch der Beschrieb von dieser Brücke aus dem Jahre 1834 wurde die gebaut. Und in einem so guten Zustand. Die haben damals diese Holzbrücken wirklich sehr gut gebaut. Die halten fast ewig. Oh, dieses Fenster, das ist dann hoch. Da habe ich keine Chance rauszuschauen. Na jetzt. So, jetzt kommen wir da vorne wieder auf die Straße. Na jetzt. Da auch wieder so ein schönes Haus mit Blumen. Auf dieser Bank machen wir jetzt dann eine Pause.
da kommt der Horbenkastanienbaum her. Aber den gibt es scheinbar nicht mehr. Das ist noch ein Teil, der übrig geblieben ist von diesem Kastanienbaum. Wir haben Eschau schon erreicht. Oh, diese Rotäpfel da drüben, da ist schön. Und da unten ist auch ein Bach. Da hat er wieder kein Wasser mehr. Ein bisschen weiter oben ist noch Wasser drin. Sogar noch leicht am Fließen. Und da drüben ist wieder eine schöne Holzbrücke. Wow, so schön. Da hier hat die Emme doch ein bisschen mehr Wasser. Und wir haben jetzt da einen schönen Weg. Oh, da ist noch von der Wasserkraft geschrieben. Von früher und heute. Und da ist ganz ein schöner Weg zwischen der Emme und der Straße. Hat auch schöne Sitzgelegenheiten da mit Blick auf die Emme. Da schon wieder so eine größere Stromschnelle. Und hier ist noch ein Baumstamm vom letzten Unwetter her. Da ist ja sehr viel Holz die Emme runtergekommen. So, und da nochmal ein Blick zurück. Ein kleines Seitenbächchen. Da kommt auf jeden Fall noch Wasser. Und das da hier vorne ist eine Sägerei und glaube ich auch eine Schnitzelherstellerfirma, die Holzschnitzel macht. Und da wieder eine schöne Ruhebank. Könnte man im Fall auch übernachten. Ist einfach ein Problem, wenn es Regen gibt, wird man ein bisschen nass. Aber es wäre vielleicht für mich ja gut, da würde ich schöner. Man sagt ja, bei Regen, wenn man nass wird, wird man schöner. Und da ganz, ganz ein toller Weg. Oder was meinst du dazu? Ah, sie. Meine Schwester will also nichts dazu sagen. Dann glaube ich, ist sie zufrieden. Da ist zum Teil sehr viel morsches Holz am Boden. So wie das da aussieht, wurde da viel weggeschnitten. Sehr guter Weg, sehr schön da zum Wandern, kühl. Wenn draußen sehr heiß ist, ist toll. Grüß euch. Da sieht man die Emme auch nicht. Da überqueren wir jetzt einen kleinen Holzsteg. Auf
kommt auch gar kein Wasser. Aber ist so romantisch. Und meine Schwester muss natürlich durch das Bachbett. Aber wenn schon mal kein Wasser kommt, ja, kann sie es ja wagen. Ich bin natürlich über die Brücke. Und da ist noch ein schöner Pausenplatz. Das ist ein ganz schöner Ort. Und auf der Gegenseite ist noch so ein lustiges Holzhaus. So, gehen wir wieder weiter. Ich habe zwar schon bald wieder Hunger. Jetzt geht es schon wieder über eine Holzbrücke. Diesmal eine schön breite. Wow. Da wieder die Daten. Jetzt geht es wieder weiter. Ein Blick die Emme hoch. Da ist sie doch auch relativ breit. Und bei diesem Unwetter war hier die ganze Ebene alles überflutet. Und die ist noch weit hochgestiegen da. Das kann man sich jetzt fast nicht vorstellen. Und da sieht man jetzt schon dann in das Tal hinein, das Richtung Konolfingen führt. Das geht hier vorne, hier hoch. Und das da oben, da vorne, das könnte die Blasenfluh sein. So, jetzt machen wir hier einen Bogen. Ich hoffe, dass wir da die Kurve schaffen und nicht neben die Straße gelangen. Oder besser gesagt, neben den Wanderweg. So, jetzt geht es da unter der Brücke durch. Da ist man wahrscheinlich bei dem Hochwasser auch nicht durchgekommen. Und da sieht man jetzt von unten die Konstruktion. Ganz interessant gemacht. Und da wurde sie unterstellt. So, ich hoffe, dass sie hält, wenn wir da unten durchgehen. Sonst müssen wir sie dann halt hochstemmen. Und da nochmal einen Blick zu dieser schönen Brücke. Das ist dann aber eine schöne Stelle. Da verpflegen wir jetzt uns schnell mal. Das ist ganz schön da. Und hier ist noch fast wie ein kleiner See. Das ist jetzt die Umfahrungsstraße hier in Schüppach. Jetzt geht es da noch ganz wenig nach vorne und nachher zweigen wir ab, verlassen die Emme für heute und geht dann noch Richtung Signau, wo meine Schwester und ich uns wieder trennen. Ja, da hier verlassen wir jetzt die Emme
mal einen Blick auf die andere Seite. Und da vorne die alte Holzbrücke. Ist auch eine mächtige, bekannte Brücke da. Da führt die Hauptstraße darüber. Wir haben Holland erreicht. Alles gerade und noch betoniert. Da oben ist die Bahnlinie. Und hier geht das jetzt Richtung Signau. Es ist nicht so weit. Und da sind auch noch Kühe draußen. Und jetzt kommt dann gerade ein Zug. Ich höre die Barrieren runtergehen. Jetzt kommt er Richtung Bern. Und von da hier hinten sind wir jetzt gekommen. Dieses Tal da. Und da sieht man noch auf die Schnellstraße. So, jetzt geht es diese lange Strecke da noch entlang. Nach Signau. Die Kirche da vorne sieht man schon. Ist also nicht mehr weit. Einen Blick Richtung Langnau runter. Das da vorne, dort wo der Bus gerade vorbeigefahren ist, das ist Schüppach. Und da ist jetzt das Dorf Signau. Hier in Signau, da vorne ist schon der Bahnhof, da beenden wir jetzt die heutige Wanderung. War eine kurze, aber es noch sehr schöne Wanderung. Also mir hat sie gefallen heute. Und fast alles flach. Den Bahnhof Signau haben wir erreicht. Und da vorne noch ein Blick ins Dorf hinauf.